Ich stricke mit euch einen Korb. Ordnungshüter kann man ja nicht genug haben. Ich habe eine Nadel, eine Häkelnadel mit Stärke 6 und ganz normales 100%iges Baumwollgarn. Den Faden nehme ich doppelt. Also braucht ihr 100 Gramm für einen großen Korb mit dem Durchmesser 15 cm circa. Als erstes machen wir 4 Luftmaschen und schließen das mit einer Kettenmasche zu einem Ring. Vier Luftmaschen, eine Kettenmasche in die erste . Jetzt haben wir einen Ring und da häkeln wir 6 feste Maschen in diesen Luftmaschenring. Also ihr könnt da reinstechen einfach oder in die Maschen, das ist egal. Eins, ich steche jetzt in den Ring rein, es geht einfacher. 3, 4, 5. So, jetzt kommt die zweite Runde und da verdoppeln wir jede zweite Masche. Am Ende der Runde haben wir 9 Maschen. Also erstmal eine, feste Masche. Und jetzt verdoppeln wir die Masche. Dann wieder eine Masche. Eine feste Masche, eine einzelne feste Masche und jetzt verdoppeln wir die nächste, das heißt zweimal in eine rein. Aus einer Masche machen wir 2. So, jetzt haben wir 9 Maschen und jetzt machen wir einen Maschenmarkierer hier rein. So, ich habe jetzt den Maschenmarkierer da reingemacht. Da sehen wir immer, wann die Runde rum ist. Und ab jetzt häkeln wir immer nur in das hintere Maschenglied. Also ist das das vordere Maschenglied und das ist das hintere Maschenglied. Da stechen wir hier ins hintere. Das machen wir für den gesamten Boden des Korbs. Jetzt kommt die dritte Runde und da verdoppeln wir jede dritte Masche, also erst 2 feste Maschen und die dritte, da machen wir aus einer 2. Am Ende der Runde haben wir 12 Maschen. Also jetzt erstmal 2 feste Maschen und die dritte verdoppeln. So, ins hintere Maschenglied natürlich. Also 1, 2 und jetzt verdoppeln, aber nur im hinteren Maschenglied. Jetzt wieder 2 feste Maschen. 1, 2 und jetzt wieder verdoppeln im hinteren Maschenglied. So, jetzt kommt die vierte Runde. Da verdoppeln wir jede zweite Masche. Am Ende der Runde haben wir 18 Maschen. Also wir stechen immer weiter ins hintere Maschenglied ein.
Jetzt kommt die fünfte Runde. Und da verdoppeln wir jede dritte Masche. Am Ende der Runde haben wir 24 Maschen. Also jede dritte. Zwei feste. Eins, zwei. Und die dritte jetzt verdoppeln. Jetzt kommt die sechste Runde und die verdoppeln wir jede dritte Masche wieder. Und am Ende der Runde haben wir 32 Maschen. So ein bisschen ziehen. Jetzt kommt die siebte Runde und da verdoppeln wir jede vierte Masche. Am Ende der Runde haben wir 40 Maschen. Eins, zwei, drei. Und jetzt verdoppeln. Eins, zweimal in eine und wieder drei feste Maschen. So, jetzt kommt die achte Runde. Da verdoppeln wir jede fünfte Masche und haben am Ende der Runde 48 Maschen. So, also immer noch in das hintere Maschenglied. Eins, fünf feste Maschen, zwei, drei, vier und jetzt die fünfte verdoppeln wir. Das machen wir jetzt bis zum Ende der Runde. So, jetzt kommt die neunte bis zehnte Runde. Da häkeln wir einfach nur 48 Maschen. Also die nächsten beiden Runden einfach nur abhäkeln. So, der Boden ist fertig, jetzt häkeln wir die Seitenwand. Erste Runde jetzt für die Seitenwand. Häkeln wir feste Maschen, 48 sind das ja. Und dabei stechen wir in beide Maschenglieder ein. Das heißt, wir häkeln jetzt eine Runde feste Maschen. So, jetzt kommt die zweite bis neunte Runde von der Seitenwand. Also die zweite bis neunte Runde, das sind acht Runden, häkeln wir im Noppenmuster 48 Maschen ohne Zu- und Abnahmen. So, jetzt kommt die Seitenwand mit dem Noppenmuster. Das Noppenmuster ist immer vier Stäbchen in eine Masche und eine feste Masche im Wechsel. Eine Noppe sieht folgendermaßen aus. Wir holen einen Umschlag. Machen ein Stäbchen, haben aber noch zwei Schlingen drauf, machen das Stäbchen nicht ganz zu Ende. Dann holen wir wieder einen Faden. Ziehen durch zwei Schlingen durch. Jetzt haben wir noch drei auf der Nadel. Jetzt holen wir wieder einen Faden. Stechen das dritte Mal in die Masche, in die gleiche
holen wieder einen Faden, ziehen durch zwei Schlingen durch. Jetzt haben wir vier Maschen auf der Nadel. Und jetzt machen wir noch ein Stäbchen. Wieder durch zwei Schlingen erstmal. Jetzt haben wir fünf Schlingen auf der Nadel. Jetzt holen wir einen Faden und ziehen durch alle vier Schlingen durch. So, jetzt machen wir eine feste Masche in die nächste Masche. Das die Noppe beult sich nach vorne aus. So. Die nächste Masche ist eine feste Masche. Und so weiter, die ganze Runde rum. Die feste Masche fest anziehen. Die Noppenmasche richtig schön fest anziehen, damit sich das hier richtig wölbt. Und die nächste ist ja eine feste Masche, die auch fest anziehen. Die erste Reihe Noppenmuster ist rum und die nächste Reihe häkeln wir einfach nur feste Maschen. Also wir häkeln 48 Maschen einfach nur ab. Und so häkeln wir auch im Wechsel bis zu Reihe 9. Also immer eine Runde Noppenmuster und eine Runde feste Maschen. Jetzt haben wir die vierte Runde rum und jetzt kommt wieder eine Runde feste Maschen. So, jetzt kommt die zehnte Runde und da häkeln wir alle 48 Maschen, feste Maschen. Wir stechen in beide Maschen wieder ein. Also jetzt kommt die elfte und letzte Runde. Wir häkeln wieder eine Runde feste Maschen. So, jetzt sind wir fertig. Wir machen noch eine Kettenmasche am Schluss. Und dann schneiden wir den Faden ab und vernähen.